Achtung, dieses Video ist kein Trainingsvideo für Hunde. Es zeigt nur, was wir mit unserem jungen Hund gerade lernen. Hallo und herzlich willkommen in Ilias Welt mit Aski! Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich habe mir gedacht, ich gebe euch mal ein kleines Update zu unserem nicht mehr so ganz Babywelpen. Ja, Babywelpen sagt man nicht, aber zu unserem Welpen, weil du bist eigentlich jetzt wie lange bei uns? Oder wie alt ist er denn jetzt? Ich glaube, 3-4 Monate sollte er jetzt sein und er ist echt so viel gewachsen in dieser Zeit. Ist ja auch bekannt für Huskies, dass sie relativ groß werden. Vor allem auch alle Leute, denen wir auf der Straße begegnen oder Bekannte von uns sagen, na wui, das wird einmal ein großer Hund werden. Und er sitzt doch gerade schon ganz stolz auf seinem Hundehütchen. Und ich habe mir gedacht, ich gebe euch eben, wie gesagt, ein Update. Ich bin ja mit ihm ganz brav in der Hundeschule und ich lerne ja auch sonst viele Tricks mit ihm. Ja, du wolltest dir gerade was stabulieren, mein Bärli. So ein Bärli ist das. Komm, nach hinten mit dir, nach hinten mit dir. Schatzi. Sitz. Auch gut, Platz ist auch gut. Brav, brav. Ich bin auch in der Hundeschule ganz brav mit ihm und da lernen wir natürlich auch, wie wir die Aufmerksamkeit vom Hund bekommen können und lauter solche wichtigen Dinge, die eben in den jungen Jahren super wichtig sind, dass das eben, weil es so ein großer Hund wird. Das ist gerade Spielen, weil es so ein großer Hund wird, dass man den gut unter Kontrolle hat. Genau, und was machst du da? Der will voll spielen gerade. Und deswegen wollen wir euch das heute zeigen. Gell, Aski? Machst du Platz? Ja, auf mir kannst du keinen Platz machen. Platz. Brav. Kriegst du jetzt, ich habe hier schon meine Leckerlis vorbereitet. Und machst du noch eine Rolle? Machst du noch eine Rolle? Machst du noch eine Rolle? Ja, Schatzi, super! Brav! Man muss vor allem den jungen Hunden irgendwie ein bisschen klar machen, was man von ihnen will, weil ich meine, er weiß ja nicht, wenn ich sage Rolle. Er kann ja kein Deutsch in dem Sinne. Ja, du willst noch was. Okay, machst du Sitz für mich? Machst du Sitz für mich? Brav! Und gibst du mir das Pfoti? Ja, hallo, grüß Gott! Ja, brav, Schatzi! Genau, lauter solche Sachen zeigen wir euch heute. Gell? Schauen wir mal, was du alles so vor der Kamera kannst. Also anfangs war es ein bisschen schwierig, weil er war ganz neu bei uns und er wusste noch nicht, was zum Beispiel unsere Regeln sind oder was bei uns was bedeutet. Und mit seinen Welpenzähnen, gerade als sie so gekommen ist, hat er halt ein bisschen mehr gekaut überall dran. Und dann hat er auch an den Klamotten gekaut und das fanden wir nicht super, weil er hat das die ganzen Sachen kaputt gemacht. Und eben das ein bisschen auch unter Kontrolle zu bekommen und auch zu sagen, ich bin der Herr und du bist der Hund, haben wir eben so eine Übung bekommen von der Hundeschule. Und zwar, schau mal, Aski, ich habe hier Futter. Ja, komm her, Schatzi. Komm. Ja, komm. Da. Komm her, Aski. Da. Such. Ja, Aski, such. Ja, such. Ja, such. Brav. Das war übrigens nicht die Übung, das war Aufmerksamkeit. Und dass ich eben hier die Leckerlis bei mir habe und dass ich sie jetzt hier zu mir gebe, dass es quasi mein Revier ist und hier darf er nicht her. Aski, schau mal, ich habe hier, schau mal. Ja? Also, na! Das ist meins. Das hast du jetzt nicht gesehen wegen deinem Spielzeug. Ja, und jetzt wartet er eben. Das ist eben seine Art zu sagen, er wartet jetzt, bis ich ihm das Futter quasi freigebe. Er versucht, sich nicht anmerken zu lassen, weil er ist ein bisschen mit dem Tierchen spielt. Der ist auch gar nicht interessiert an den Leckerlis gerade. Kaut sich schon in den Fuß hinein, weil er so Lust auf die... Ja, ich weiß. Hast du gewartet. Er weiß einfach, dass er hier nicht her darf, weil sobald er hierher kommt, schiebe ich ihn einfach zurück. Damit lernt er eben, dass er hier nicht her darf. Und das war eine Übung, mit der wir uns sehr viel beschäftigt haben am Anfang, weil er eben noch nicht die Grenzen von uns wusste und nicht wusste, hey, wo ist jetzt eigentlich genug? Das machen ja Welpen total gerne. Grenzen austesten und den armen George niederkauen. Du bist noch so...
Das ist so lustig, weil ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber Huskies kommunizieren extrem viel auch mit uns Menschen. Beziehungsweise sie geben generell sehr viele Laute von sich für einen Hund. Und auch wenn sie andere Huskies sehen zum Beispiel, kommunizieren die, machen die so ein ganz eigenes Geräusch. Und das ist super süß und super lustig, weil die reden, also quasi, er diskutiert auch extrem viel. Wenn man auch manchmal sagt, so jetzt mach aber mal Sitz, dann macht er und dann sage ich doch, Sitz. Dann macht er, nein, der will nicht, der will nicht, der will nicht. Und dann sage ich doch, Sitz. Husky, Husky, Sitz. Na, Sitz, Sitz, Husky. Na komm, Sitz. Brav, jetzt bist du Sitz. Er rutscht immer nach vorne im Platz. Sitz. Nein, Sitz, Sitz. Brav. Und jetzt Platz. Platz. Lässt sich nichts sagen, solange er ist. Platz. Ja, brav. Brav, du bist so ein Bärlilein. Du bist so ein Bärlilein. Ja, schaut mal, wie süß. Die haben so viel Fell, diese Huskies. Kann man. So ein Kuschelbärli, gell? Ich bin mir sicher, ihr kennt alle Activity und das gibt es eben auch für Hunde. Das heißt eben Dog Activity und da versteckt man die Leckerlis hier drunter und sie müssen dann checken, dass sie die suchen müssen. Und da haben wir hier auch diese Schiebeteile, da verstecken wir da eins und da drunter eins und hier in der Mitte kommt auch noch eins rein. Und das hat er eigentlich ganz oft gemacht. Genau, Husky? Ja, Spiel! Und das muss er dann noch suchen und eben mit der Pfote versuchen, das wegzuschieben oder wie sie halt auch drankommen, ist bei dem Spiel eigentlich egal. Hauptsache ist es quasi ein Erfolg für den Hund durch die Leckerlis, dass er drankommt. So. Da ist nichts mehr, Schatzi. Tada! Sehr brav. Er riecht es ganz, ganz angestrengt. Nein, Schatzi, komm, bleib da. Da, such. Hoppala. Ja, da. Ja, such. Da. Nicht. Obwohl, vielleicht ist es eine Taktik. Vielleicht versucht er, sich so wegzuschieben. Schatzi, da. Ja, du riechst es eh. Ja, bravo! Brav, Husky, super! Eben, das habe ich genau gemeint, weil wir Menschen würden natürlich denken, okay, der Hund wird das sich mit der Kralle irgendwie sich rausholen. Aber dass sich die Hunde eben auch ihren eigenen Weg suchen, das ist besonders interessant bei diesen Spielen. Und wir haben noch ein zweites, aber das ist schon sehr zerbissen, wenn er das schon so oft spielen wollte. So, ja, okay. Und Spiel. Ja. Sag ich ja, der hat das echt schon oft spielen wollen. Am Anfang hat er sich ein bisschen schwer getan. Aber mittlerweile geht's ganz gut. Da, Husky, schau, die Leute wollen sehen, wie du das kannst. Ja, super! Bist schon wieder fertig! Super, Husky! Du braves Hundi, du! Du braves Hundi, du! Und davon gibt es eben ganz, ganz viel und das sagen sie auch, dass das eben für die Hunde auch super anstrengend ist, weil dieses Schnüffeln mit der Nase, das ist natürlich auch Arbeit, die sie machen müssen. Wo ist denn das Spiel? Alter! Deswegen ist das auch eine super, falls mal vielleicht am Abend nach dem Gassi gehen, noch nicht genug Ausdauer rausgeholt wurde aus dem Hund, einfach noch so ein Spiel machen mit ihm. Und dann sind die komplett müde. Übrigens, Leute, bezüglich der Leckerlis, wir füttern ihm natürlich nicht nur Leckerlis, weil es gerade vielleicht ein bisschen so rüberkommt, aber bei uns in der Hundeschule lernt man eben, dass die Hunde eben auch nur wirklich sich Sachen auch lernen und merken durch eben das Belohnen, nicht durch Bestrafen. Also vor allem am Anfang, wenn man neue Übungen macht, da muss man
Ja, was ärgerst du dich so? Muss man sie eben belohnen, um zu zeigen, hey, du hast was super gemacht, weil anders können sie es nicht wirklich verstehen. Und ich meine, er kriegt da auch nicht Blödsinn von uns, sondern super Leckerlis von Hello Bello und die schmecken ihm auch super gut. Und jetzt, wo er... Du bist so eine Wanderratte, das ist ein Wahnsinn. Jetzt, wo er eh gerade so rasant, so extrem viel wächst und auch super viel Auslauf braucht und das bekommt er auch alles, ist es, finde ich, auch eigentlich jetzt ganz okay. Aber überfüttern mit Leckerlis tun wir natürlich nicht. Aski, komm her! Ja, was willst du noch? Was spielen? Ist dir schon wieder langweilig? Du großes Tier, du. Ja. Ja. Halt dir die Schnauze zu. Leute, alles, was ich hier mache, das tut ihm nicht weh und das ist auch nichts Schlimmes für ihn. Und ich bin immer der Meinung, also ja, natürlich, meine Hand schaut schon ein bisschen brutal aus, aber das sind die Welpenzähne, dagegen kann man nichts machen. Und ich bin immer der Meinung, vielleicht sieht die Erziehung bei unserem Hund ein bisschen anders aus, aber ich finde, das sollte sich jeder immer selber ausmachen, weil jeder lernt ihm die Kommandos, die er braucht oder ist auf die Art und Weise, wie man es eben braucht. Deswegen, ich bin natürlich immer offen für Tipps und Tricks, aber jetzt nicht für böse Kommentare, weil er noch ein bisschen beißt, weil er noch ein Baby ist und noch Welpenzähne hat. Ja, man sieht richtig, dass er das einfach zum Kauen braucht. Aber fest darfst du nicht, das war aber eh leicht. Wichtig ist eben aber gerade bei den Kommandos, dass innerhalb der Familie alle die gleichen geben müssen. Weil wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, weil zum Beispiel hier ist für uns ein sehr wichtiges Kommando, weil er eben gerne öfter ein bisschen wegrennt, eben wenn wir im Garten sind oder wenn wir ihn eben rufen zum Füttern, dann müssen wir eben rufen hier und wenn jeder da zum Beispiel sagt, komm her oder ruft ihn irgendwie, dann kennt er sich nicht mehr aus. Für Hunde ist es wichtig, dass es eben ein Kommando für etwas gibt. Besonders süß finde ich diese kleinen Zahn, die ist da vorne. Weil also der Finger ein bisschen raufkaut, das tut überhaupt nicht weh. Das ist einfach nur süß. Das ist wie so ein kleiner Massageball, der da ein bisschen draufkaut. Jetzt neu für ihn gekauft, weil es jetzt auch das nächste Thema in der Hundeschule ist, haben wir einen Maulkorb für ihn. Ich weiß noch nicht ganz, wie der funktioniert, sonst würde ich euch natürlich zeigen, wie man den drauf gibt. Aber das hatten wir noch nicht, das Thema. Weil es eben auch wichtig ist, an manchen Stellen in Österreich muss man einfach eine Leine und Maulkorb. Manchmal ist Leine einfach nicht genug oder das Vertrauen zum Hund. Deswegen, also für andere Leute natürlich, für die Sicherheit. Deswegen haben wir jetzt auch einen Maulkorb für ihn. Schau mal, Aski. Aski, schau, wie schön. Ein Maulkorb für... Ja, der Maulkorb interessiert dich nicht. Wichtig bei einem Maulkorb ist es eben, dass er auch groß genug ist, dass der Hund nicht eingesperrt ist darin. Da kau da drauf rum. Das ist dein Maulkorb. Da kannst du drauf rumkauen. Dass der Hund eben nicht zu eingesperrt ist, aber eben nicht rauskommt. Genau. Schau, Schatzi, das gehört dir. Das haben wir gekauft für dich. Und es ist auch wichtig, dass man den Maulkorb auch ab und zu im Alltag eben auch ohne Grund einfach drauf gibt, dass er lernt, dass es etwas Normales ist und keine Bestrafung. Kommen wir jetzt noch zum Futter. Und zwar Futter kriegt der Aski viele... Schmeiß es gleich um. Kriegt er von uns zum Beispiel die Leckerlis von Hello Bello, weil er die liebt erstens und da sind auch nur super, super Sachen drin und wir haben auch solche Drops, lässt du mir das kurz, für den Magen und für den Darm, weil wir eben gerade, weil es ein Welpe ist, noch ein bisschen rausfinden müssen, was verträgt der Hund und was verträgt der Hund nicht. Deswegen ist er auch ab und zu noch nicht so eine gute Verdauung, weil du noch nicht weißt, was du brauchst. Und auch eben Zahnscheinpops, das heißt, es ist auch für die Zähne was dabei. Und die haben von Hello Bello echt so viele tolle Sachen, auch Nebenprodukte, auch für die Pferde, würde ich sagen, für die Hunde. Das finde ich schon ganz blemblem. Hier haben wir auch die Leckerlis von Hello Bello und da haben wir jetzt derzeit O Hirsch ab auf die Pirsch. Und wir hatten auch mal, ich wäre ein Huhn, also die haben auch immer super lustige Sprüche da drauf. Ja, der Aski, der kriegt gleich Hunger, gell? Dann haben wir von Hello Bello eben noch das normale Futter. Hier haben wir jetzt gerade Bellos Ringeltanz. Die haben immer so lustige Namen. Und das kommt tiefgefroren und das ist wirklich super, super hochwertiges Futter. Und die Leute, die das verkaufen, die essen das auch selber, eben weil so hochwertige Sachen drin sind, dass man das sogar als Mensch essen kann. Und so gutes Fleisch und so gut verarbeitet. Das betonen sie auch ganz, ganz toll, dass das eben Sachen sind, die wir Menschen auch essen können. Und das kommt, wie gesagt, tiefgefroren und das lässt man dann einfach auftauen. Und dann kann man es dem Hund füttern. Und es ist eben, es steht sogar drauf, mit Liebe gekocht. Also es ist ganz frisch gekocht. Und das gibt es auch eben, habe ich glaube ich jetzt eh schon gesagt, aber für jeden Hund, für jede Größe und wie viel Kilo du wiegst, hast du eine eigene Menge. Schau mal, Aski, Futter, schau mal, Futter.
Die Verpackung ist leider nicht zum Essen, das wäre es ja noch. Aber der Aski, der hat auf jeden Fall schon Guss da drauf. Und das wirst du jetzt dann auch gleich noch kriegen, gell? So, meine Lieben, und das war es auch schon fast wieder. Es war heute ein sehr chaotisches Video, aber wie soll ich sagen, mit Tieren weiß man nie. Vor allem, er ist gerade so zum Spielen aufgelegt. Das ist eh super. Er hat auf jeden Fall super viel Energie und ich werde jetzt auch gleich nochmal mit ihm Gassi gehen. Du schlägst da irgendwas, gell? Aber einen Trick möchte ich euch trotzdem gern zeigen, weil bei uns in der Hundeschule gibt es eine Übung des Monats und ich nenne diese Übung Fuß und ich werde sie euch jetzt noch zeigen. Aski, okay, schauen wir mal, ob er jetzt konzentriert genug ist. Okay, Aski, Fuß, das ist nicht Fuß. So, okay, dann drehe ich mich einfach um. Fuß, ja brav, und jetzt komm. Warte, einmal drehen und jetzt komm. Ja komm, Aski, komm, geh mit mir. Geh mit mir. Geh mit mir. Brav bist du. Ja, brav bist du. Dass man eben, das ist ganz viel Muskulatur für den Nacken hier eben, dass die Hunde raufschauen, weil das machen sie normalerweise ja eigentlich nicht beim Spielen oder so, dass sie raufschauen. Und da ist es auch super viel Vertrauen, dass sie dir eben vertrauen, dass du sie in die richtige Richtung leitest. Und er will schon wieder spielen. Aber Aski, komm her. Aski, Fuß. 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 Fuß, ja komm. Nicht davonlaufen. Ja, bravo, Aski. Und wenn mehr Platz ist, dann tue ich auch manchmal mit ihm laufen. Also das Ganze im Laufen machen, um einfach ein bisschen auch seine Reaktionsfähigkeit zu testen. Weil dann bin ich auch einmal wieder langsam und dann wieder schneller. Und ja, genau. Gut, Aski, willst du dich verabschieden? Schau mal, warte, einspringen-Trick habe ich ihm beigebracht. Okay, Aski. Aski? Ja, hier. Okay, komm. Hopp. Okay, ich glaube, er hat nicht mehr so Lust. Ich probiere es noch einmal. Aski, da, komm her. Hier. Hoch. Ja, komm. Ja, hol sie. Ja, brav. Bis sie die Hinterbeine auch trainieren, gell? Gut, der Aski und ich, wir werden uns jetzt verabschieden. Schatzi, kommst du her, kuscheln? Komm her. Aski. Kommst du kuscheln? Also Huskies sind auf jeden Fall auch gar keine Kuschelhunde, leider. Ich versuche ihn noch zu einem zu machen, aber ich glaube, wird nicht so ganz was. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sagst du auch Papa? Papa. Du kaust schon wieder nur von der Hand. Du bist so ein Raudi.